Shalom Aleichem. Wir sprechen heute über ein Thema. Dieses Thema heißt Baskol. Was ist Baskol? Baskol hat in unseren Schriften drei Bedeutungen. Baskol bedeutet eine weltliche Stimme, wo die Menschen so reden, so sagen. Also die Mishnah, der Talmud sprechen sehr oft. Es war eine Baskol, dass der Mann ist gestorben in einer Überschwemmung. Darf die Frau heiraten oder nicht? Es gibt eine Baskol, dass sie wollen sich scheiden lassen. Baskol. Baskol bedeutet Kol Hamon, also die Stimme von der Bevölkerung, Stimme von Menschen, Stimme von Stadt. Man hört sich. Man hört sich, man spricht darüber, man erzählt darüber. Irgendetwas, sie ist schwanger, er ist reich geworden, er ist bankrott gegangen, er ist nicht gesund. Die gehen heiraten. Er bekommt eine gute Stelle zum Arbeiten oder zum Lernen. Wer hat dir gesagt, man redet so, man spricht so rum. Man spricht so rum, hat in unseren Gesetzen einen sehr mächtigen Einfluss und Kraft. Also es ist sogar im Talmud mehrere Mal, wenn Leute haben gesprochen, dass der Mann ist gestorben oder die Frau ist gestorben, es ist möglich, dass man erlaubt, dem anderen Partner wieder zu heiraten. Aber das ist nicht unser Thema heute. Das ist der erste talmudische Begriff von Baskol, also eine Stimme, eine Verkündung, eine Aussage, ein Aufruf. Das ist Baskol. Der zweite Begriff für Baskol ist Echo, Echo. Wenn man macht zwischen die Berge, ha, ha, das gibt es noch eine Stimme. Das ist ein Echo, das ist Baskol. Jeden guten Ort zum Singen, die Westen Synagoge, Opera. Man macht das so extra, auch in Griechenland, in die alten Zeiten, wo man wollte, ohne Mikrofon oder Lautsprecher. Es gibt noch heute in Israel noch ein paar Plätze, die sind so, noch so geblieben. Caesarea, Mezzada. Es ist noch original gebaut, wo ein Mensch spricht leise und durch die akustischen Strukturen wird die Stimme verstärkt und verdoppelt. Und das nennt man Echo. Das ist auch Baskol. Das ist auch eine Echo. Ha, 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 ha und so weiter. Es gibt noch einen dritten Perusch, Erklärung für Baskol. Dem dritten Perusch von Baskol ist eine göttliche Stimme. Kol min ha-shamayim, eine Stimme, die kommt von Himmel. Sehr oft in Talmud, in Zohar, in Kabbalah wird gesprochen von Baskol, von diesen Stimme, von diesem Karoz, von diesem Aufruf, was kommt, die ganzen göttlichen Plakate, was wir sehen. Und es stimmt so wie eine Lautsprecher im Flughafen. Und es ist die ganze Zeit Aussage, auch wenn du bist nicht aufmerksam auf das, was man sagt, bis man sagt deinen Namen. Dann ruft man in deinen Namen, dann bist du aufmerksam. Geh zu diesem Schalter. Aber es gibt die ganze Zeit, so wie im Flughafen, gibt es die ganze Zeit Aufruf, Aussage, Announcement. Baskol ist göttlichen Announcement. Das ist göttlichen Aufruf, göttlichen Kundgebung. Damit sollen wir was hören. Darum geht das heute. Schnell Wiederholung, damit soll die Sache klar sein im Kopf. Erster Begriff Baskol bedeutet gesellschaftlichen, weltlichen Stimme. Fox, also es gibt auch einen römischen Spruch, Kol Hamon ke Kol Shaddai. Die Stimme von der Bevölkerung ist wie die Stimme von Gott. Also wenn viele Menschen sprechen, reden, das ist auch eine starke Stimme. Sie hat eine enorme Kraft.
zweiten Baskol bedeutet Echo, Echo, Head. Die Sache hat eine Konsequenzen, die Sache hat eine Spuren, sie hinterlässt Spuren, danach, das ist Echo, Head. Und die dritte ist das, was wir gehen heute lernen, beginnen, das ist eine Sache, die man in vielen Stellen in Talmud treffen muss. Wir werden heute nur eine Stelle nehmen und versuchen, mit dem Ewigsten Hilfe es zu erklären. Es ist in der sechste Kapitel in Sprüche der Väter, Mishnah 2. Rabbi Joshua, Sohn des Levi, sagte, täglich geht eine göttliche Stimme vom Berg Horeb aus, welche verkündet und spricht. Weh den Menschen, wenn durch sie die Tora beschämt wird, denn jeder, der sich nicht mit der Tora beschäftigt, wird Abgewiesener genannt. Unglaublich. Also Rabbi Joshua Levi sagt, jeden Yom Vayom, jeden Tag und jeden Tag täglich kommt eine Baskol, kommt eine Stimme, Baskol, von Berg Horeb. Berg Horeb ist Har Sinai, dort, wo Volk Israel haben bekommen die Tora und haben gesehen Hashems klare Offenbarung, wo sie waren alle einig. Dort, wo die zwei Tzadikim, Moshe und Aaron, ihren Körper als Pfand zurückgegeben, dort sind sie beerdigt. Dort geht Eliyahu 40 Tage, wenn er läuft, weg von Isabel und er hört wieder die Stimme von Horeb. Sagt Rabbi Joshua ben Levi, diese Stimme ist nicht leise, sie ist wie eine Geiser, sie ist noch weiter an ihre Aussage und an ihre Kundgebung und es gibt von ihr jeden Tag eine Baskol und diese Baskol sagt die Menschen, schämt euch, dass ihr nicht lernt Torah. Und das wollen wir heute Step by Step lernen und hoffentlich es wird uns gelungen. Rabbi Joshua ben Levi war ein besonderer Mensch. Er war ein heiliger Mensch, er war ein Levi von den Leviten. Er war der Schwiegersohn von Rabbi Yehuda Hanasi, der hat geschrieben die Mishnayot. Und er war einer von den 10 Leuten, die am Leben gegangen in den Himmel mit ihren Körpern zum Gan Eden. Und steht geschrieben, dass Rabbi Joshua ben Levi war ein Tzadik ohne Pachad, ohne Angst. Es steht geschrieben in die Ketubot 77, dass es gibt eine ansteckende Krankheit, Baale Ra'atan, wo die Menschen haben davon sehr Furcht gehabt und sogar nicht gegessen von den Leuten von ihren Eiern und haben Angst gehabt von ihren Fliegen. Sie waren so ausgesetzt in eine Quarantäne außerhalb der Stadt. Baale Ra'atan, eine sehr schlimme Krankheit. Heute nennt man das Daleket Krum Amoach, also ein irgendeine Sache von dem Gehirn, die sehr schlimm ist und sehr ansteckend. Und steht geschrieben, dass die Leute waren außerhalb dem Staat und Menschen haben von den Leuten Meure gehabt, Schreck, Angst gehabt, um sich nicht anzustecken. Sogar ihre Mischpoche ist nicht gegangen. Der Einzige, der gegangen zu den Menschen, war Rabbi Joshua ben Levi.
Und er hat gesagt, der hat einen göttlichen Schutz, der hat keine Angst von niemand. Und der Talmud erzählt dort weiter, dass wenn ist der Zeit von Rabbi Joshua ben Levi gekommen, ist gekommen der Malach HaMoves, der Toterengel, der Todesengel, und er wollte Rabbi Joshua töten. Sagt dem Rabbi Joshua, Moment, warten, zeig mir bitte, wo ist mein Platz in Gan Eden? Und die beiden sind gegangen und Rabbi Joshua hat weggenommen dem Schwert von dem Todesengel und gesprungen am Leben zum Gan Eden. In sein Leben hat er gesprungen zum Gan Eden und man kann ihn nicht mehr rausnehmen. Und dort hat er geschworen im Namen von Hashem, dass er bleibt dort und er geht nicht raus. Also das ist ein bisschen Erklärung, um wem geht es. Es geht um Rabbi Joshua ben Levi. Dass Rabbi Joshua ben Levi versteht nicht, wieso Menschen beschämen die Tora. Die Tora ist von uns nicht beschämt. Wir sind beschämt, dass wir die Tora nicht schätzen. Das ist genauso wie einer hat goldene Münzen. Und was macht er mit den goldenen Münzen? Er werft sie ins Teich, ins Wasser. Er geht auf die Brücke in den Main und er werft das unten. Er soll sich schämen. Die goldenen Münzen bleiben goldene Münzen. Es ist schade, es ist Chaval, es ist Verschwendung von seiner Energie. Sagt Rabbi Joshua ben Levi, jeden Tag kommt eine Stimme vom Berg Chorev, die sagt, alle Briot, Briot bedeutet alle Menschen. Oi lahem la Briot, wehe den Menschen. Menschen bedeutet alle, ohne Ausnahme. Sollen sie sich schämen, dass sie nicht Torah lernen und die sind beschäftigt von anderen Sachen. Und das ist schade. Und wenn einer ist nicht mit ihrer Torah beschäftigt, wird Abgewiesener genannt, ein Mensch ohne Geschmack, ein Mensch ohne Freiheit, ein Mensch ohne Möglichkeit zu steigen von Stufe zu Stufe. Und das ist ein Mensch, der nicht umsetzt das, was er hört, sein Leben, die Neshama voll einladen mit Gdusha, mit Tahara, mit guten Sachen, was gibt er in dieser Welt. Gut. Sagt der Baal Shem Tov, was ist diese Stimme? Was ist diese Stimme? Was bedeutet zu hören diese göttlichen Stimme? Sagt der Baal Shem Tov, wir sagen das jetzt kurz und später werden wir das mehr befreien und verbreiten. Er sagt, ein Mensch hat plötzlich in seinem Leben verschiedene Gefühle. Gute, freuliche, glückliche. Er fühlt sich, ist alles gut, ist alles prima. Simcha, Freude. Und es gibt Momente, wo er hat Pachad, Angst, Schreck, verschiedene Sachen. Wenn ein Mensch hat im Herzen ein Hitnozezut, eine Befunken, ein Aufruf im Herzen, zu tun etwas Heiliges. Er will Olam Elyon, er will dem oberen Welt, er will lernen. Dann hört er diese Stimme von Berg Chorev. Dann, er hat einen Mangel von Geistigkeit, von Seligkeit, von Spiritualismus. Der hat einen Mangel, er sieht, dass diese Welt ist nicht Stamm, Rennen von hier zu hier, von hier zu hier. So ein Mensch, der bekommt diesen Mangel, diesen Bedarf zu suchen und er will mehr hören, so ein Mensch beginnt zu hören diese Stimme von Berg Chorev. Ein Beispiel ist Jitro. Jitro, der Schwiegervater von Moshe, steht geschrieben, Vayishma Jitro. Und Jitro hat gehört. Was hat er gehört? Er hat gehört, die Wunder, die die Israeliten passiert, am Israel, und die Toragebung. Und er hat das nicht nur so gelesen als hören.
Er ist gegangen und er hat sich eingeschlossen und gekommen zu diesem Volk, zu diesem Torah, zu diesem Gott, ohne nur zu hören, weil in seine Neshome, in seinen Kanal hat er gleich gehört, dem Stimme von Hashem vom Berg Horeb. Okay. Die Frage ist, wieso hören wir nicht diesen Stimme vom Berg Horeb? Wir hören doch nichts. Warum hören wir nicht? Es gibt zwei Gründe. Eins, wir hören einen anderen Kanal. Wir hören einen anderen Kanal, wenn ein Mensch sitzt im Auto und er hört klassische Musik. Er kann nicht hören andere Kanäle von Informationen, weil er ist jetzt geschaltet auf Musik. Und diesen Kanal lässt ihm zu bleiben auf Kanal von Musik und er hört nicht Nachrichten. Gut, wenn er ist auf dem Kanal von Nachrichten, vermisst er und verliert er den Kanal von der klassischen Musik. Genauso, wenn ein Mensch ist schon auf einen anderen Kanal eingestellt und fokussiert, er hört ein andere Tachana, ein anderer Kanal, eine andere Frequenz. Er ist woanders. Warum? Er hört einen anderen Kanal, nicht die Stimme von Berg Horeb. Er hört eine andere Stimme. Diese Stimme heißt Kol Hamona Shel Romi. Die laute Stimme von Rom, von Roma, von Italia, von Edom. Die Stimme von dem Stadion, von Zirkus, von Sport, von Nachrichten, von neuen Sachen, von Politik. Das ist eine sehr, sehr laute Stimme. Also man sieht, wieso hören wir nicht dem Kol, dem Basskol von Horeb, von Hashem? Weil der Mensch ist in einen anderen Kanal eingeschaltet und er hört die Stimme von Kol Hamona Shel Romi, er hört die Stimme von Rom. Dort in diesen Stimme von Romi, es ist laut, dort ist sehr viel Anreizungen, böser Trieb, schöne Farben, Action, Lebendigkeit. Es ist ein anderer Kanal, es ist ein Hardrock-Kanal, es ist nicht eine angenehme, gearbeitete klassische Musik, da braucht man eine besondere Ohr. Und es ist unmöglich zu hören, die zwei Stimmen zusammen. Der hat ein Ohr zu der Stimme von Berg Horeb, muss sich komplett beseitigen, die Stimme von Edom, von Romi, und hören die Stimme nur von Berg Sinai, von Berg Horeb, nur das zuzuhören. Okay, das ist der erste Grund, wieso hören wir nicht so oft und so stark die Stimme von Berg Horeb. Weil wir sind eingeschaltet auf andere Kanal. Wir sind eingeschaltet auf die Kol Hamona Shel Romi. Wir sind eingeschaltet auf die weltlichen Stationen, auf die weltlichen Kanäle. Und wenn ein Mensch ist in seinem Leben ist er in anderer Stimme, kann er nicht hören die Stimme. Er kann nicht gleichzeitig zwei Sachen hören. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, die Stimme von Kol Hamona Shel Romi ist in einem sehr lauten Volume.
Sie ist sehr laut. Sie ist sehr prächtig und stark und aggressiv und mit Werbung, mit Farben, mit Bildern, mit Annoncen. Es ist sehr, und alle machen das. Wo du gehst, alle rennen und stehen in Schlange zu kaufen ein neues Telefon, ein neues Smartphone. Alle Sachen, die leer oder ohne viel Inhalt, machen großen Krach, machen großen Balagan. Es gibt Leute, die sind die ganze Zeit am Telefon. Ja, yeah, ruf mich an, ich ruf dich an, ich hab keine Zeit und tralala und huha, sie machen sich Mäuschegräus. Natürlich, wenn ein Mensch ist in einer lauten Beschäftigung, lauten Telefonaten und Action und Balagan und ich ruf dich, du rufst mich, wir telefonieren, hallo? Hey, wie sollst du hören jetzt Stimme von Berg Horeb? Wo hast du Zeit? Du hast nicht Zeit zu hören, deine Freunde, deine Kinder. Willst du hören Stimme von Berg Horeb? Du bist beschäftigt. Es steht geschrieben in Talmud, Istra Beligina Kishkishkaria. Wenn du nimmst eine Dose vom Metall und du legst eine Münze, bum, 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 es macht große Krach. Aber wenn die Metalldose ist volle Münzen, machst du so, beweg nicht, weil es ist voll. Alle Sachen, die voll sind, die sind leise. Alle Sachen, viele Sachen, die leer sind, machen, um sich zu zeigen, dass sie sind was Besonderes. Sie machen großen Rasch, sie machen großen Ruhm, Sturm, Volume, Lautheit. Ja. Es gibt zwei großen Flüssen, Teich, Prat und Chidekel. Prat ist sehr, sehr riesig und sehr leise. Chidekel ist klein und sehr laut. Warum der Chidekel ist so laut? Weil sie ist so klein. Wenn eine ist wirklich groß, ist er sehr leise. Wenn eine ist sehr klein, ist er sehr laut. So wie auf dem Kleidungsstück von dem Kohen Gadol waren Granatapfel. Das zeigt die älteren Leute. Die sind vernünftig, die sind leise. Sie hören schon die Stimme von Berg Horeb. Darum die älteren Leute, die sind schon nenter zu Gott. Die interessieren sich mehr an die Göttlichkeit. Die kommen mehr zu beten und so weiter. Und die jungen Leute symbolisieren Glocke. Sie symbolisieren Leerheit. Einen großen Metall mit einer kleinen Zunge und machen Kling, 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 Kling. Und große Balagan, das zeigt Leerheit. Deshalb der Kohen Gadol hat symbolisiert diese zwei Seiten. Die Stimme von Horeb, die Stimme von dem Inhalt, von Granatapfel, von Rimonim. Und die Stimme von Kol Hamona Shel Romi, die Jugendlichen, die Kol von Paamonim, von die Glocken, von die Lehre. Gut. Also, was haben wir gelernt bis jetzt? Lass uns zusammenfassen. Es gibt drei Sorten von Baskol. Baskol von den Menschen, was sie reden über jemanden. Baskol von der Vokal, von der Akustik, Echo, und Baskol von der göttlichen Stimme. Wir haben gesprochen über Rabbi Joshua ben Levi, der war ein riesiger Tzaddik, und er sagt, weh die Menschen, die sich die Tora beschämen, wo sie nicht Tora lernen, die sind abgewiesen, weil sie nutzen nicht die Zeit richtig und kostbar. Und der Baal Shem Tov sagt, dass in dem Moment, wo im Herzen von einem Mensch kommen unklare Stimmen, positive, schöne, heilige oder ängstliche, schreckende, die kommen von diesen Stimmen, diese Wake-up-Call, die kommt vom Berg Horeb. Und wieso wir das nicht hören, haben wir gegeben zwei Gründe. Erster Grund, weil der Mensch ist auf einem anderen Kanal. Er ist nicht auf dem Kanal von Berg Sinai, Berg Horeb. Er ist auf dem Kanal von Kol Hamona Shel Romi.
die Stadion, dem Zirkus, dem Kino, dem Smartphone, dem der die weltlichen Huha ist schöner, klarer, sichtbarer, mehr als die Stimme vom Berg Horeb. Deshalb der Mensch, es ist im Liebe etwas, er denkt, das ist die Wahrheit und das ist Illusion. Kommt Rabbi Shua ben Levi und er sagt dir, überleg, das ist die Wahrheit, die Stimme von Horeb. Und das andere ist Illusion und es bleibt gar nicht nach deinem Leben. Überlege, du hast den ganzen Tag geguckt in deine Telefone, in deine Computer und geguckt Nachrichten und schmunzelst und bei Nacht, wie gehst du schlafen? Beängstigt, nichts gewachsen und gar nicht gemacht und verschwendet die Zeit. Und verschwendende Zeit bedeutet, zu werfen goldene Münzen in den Teich. Gut. Der zweite Grund, warum der Mensch hört nicht die Stimme, weil diese Stimme ist zu laut und diese Stimme ist zu leise. Und alle Sachen, die leer sind, die nicht Inhalt haben, die sind glockenmäßig, die sind Chidekel, die sind wie eine Münze in eine Dose, Kischkischkaria, sie macht laut. Und wenn etwas ist voll und inhaltlich, es ist voll mit Inhalt und das ist leise und das ist gut. Okay. Bei der Tora-Gebung, also wenn man liest im zweiten Buch Mosche, wenn Hashem hat uns gegeben in die Tora, am Anfang war es mit großen Kolot Uvrakim, mit lauten Stimmen und Donner und Blitz und Rauch, Pyrotechnika und es war Huha, so wie in einem Konzert, Feuerwehr. Aber wenn es ist gekommen, der Moment, wo Hashem hat gesprochen, steht geschrieben, es war eine Stimme ohne Echo, ohne Baskol. Sie ist gekommen, bis die Menschen hat man gehört, die Stimme von Hashem in die Leise. Kein Vogel hat gezwitschert, kein Ochs hat Mumu gemacht und auch die Wasser in der Welt waren alle in die Stille, in die Ruhe. Und steht geschrieben, jeden hat gehört, andere Stimme nach seinem Gefäßkanal. Das heißt, es gibt nicht eine Stimme von Hashem, wo du und du und du hören dieselbe Stimme. Jeder Mensch durch seine Inbild Neshome, sein Teil von Gott, hört er die Stimme in seine persönliche, individuelle Stimme in die Neshome, das, was ihm passt. Jeder hat seinen Kontakt, jeder hat seine eigene Wahrnehmung von der Botschaft, von dem Sender. Jeden ist ein anderer Empfänger in dem Kontakt. Und in die Welt war ruhig. Steht auch geschrieben in Könige, Melachim, steht geschrieben in Melachim, in Könige 1, Melachim 1, Kapitel 19. Dass Eliyahu Anavi will weglaufen von Isabel und steht geschrieben, dass er ist gegangen 40 Tage und 40 Nächte mit diesem Kraft bis dem Berg von Elohim, Horeb. Und da kommt die Stimme Gottes zu ihm. Was machst du hier, Eliyahu? Und Eliyahu sagt, dein Volk hat verlassen den Bund, die haben kaputt gemacht den Altar, die haben die Propheten umgebracht und ich bin geblieben allein und jetzt wollen sie mir umbringen. Sagt der Hashem, geh, steht auf dem Berg vor Hashem. Und Hashem wird vorbeigehen. Und es wird sein eine großen Wind, die bricht Berge.
und es wird sein ein Größen wie die bricht Felsen. Nein, lobe Ruach Hashem, Hashem ist nicht in Hulala, in Balagan, Hashem ist nicht in Krach, Hashem ist nicht in dem lauten Stimme, Hashem ist nicht in dem Beben, Hashem ist nicht in dem, und nach dem Rasch, nach dem Krach, nach dem Erdbeben, Feuer. Nein, Hashem ist nicht in Feuer, Hashem ist nicht in Feuer und Flamme im Balagan. Nach dem Feuer, jetzt kommt ein Ton, sanfte Sauselens. Also Cold Mama, Silence, also Cold Mama, Daka. Eine ganz ruhige Stimme. Das heißt, man sieht, dass Hashem spricht in eine sanfte Stimme, edel, sanft, dack, dünn, nicht prost, grob, protzig, die richtigen Baskol ist Hashems Erscheinung, wo du spürst etwas, ohne dass hast du darüber früher gedacht oder gelesen. Plötzlich, frühmorgen stehst du auf oder inmitten von Tag hast du irgendeine Freude oder eine Trauer. Das ist eine Itnotzezut, eine Befunkerung von diesen göttlichen Stimmen. Okay, gehen wir weiter. Was das bedeutet, mehr wollen wir ein bisschen ansteigen, um zu verstehen, was ist diese göttliche Stimme. Gehen wir jetzt zum Buch Daniel, Kapitel 10. Kapitel 10. Steht geschrieben in Kapitel 10 in Daniel, Pasuk 7. Und ich, Daniel, allein sah die Erscheinung, also nur Daniel alleine hat gesehen die Erscheinung, und die Männer, die bei mir waren, hatten die Erscheinung nicht gesehen. Doch ein großen Schrecken war sie gefallen und sie flohen sich zu verbergen. Also, und dann erzählt er, was ist passiert. Ich bin geblieben allein, ich habe gesehen diese Erscheinung, ich hatte keine Kraft und meinen ganzen Hod, und ich hatte keine Kraft mehr und ich bin gefallen und Hashem hat mir berührte mich in der Hand. Ein Thema, die sehr spannend für sich, aber ich will in diesem Pasuk bleiben, Pasuk 7. Was steht geschrieben? Und ich, Daniel, alleine hat die Erscheinung gesehen. Und die Menschen, die waren mit mir. Wer waren die Menschen, die waren mit mir? Das war Haggai, Zecharia, Malachi. Es waren sehr große Menschen. Wenn er sieht die Erscheinung und die waren mit ihm, haben die Erscheinung nicht gesehen, dann warum haben sie Schrecken? Von was schreckst du dich? Wenn hast du gar nicht gesehen, nur derjenige, der hat gesehen, der schreckt sich. Warum fallen sie auf den Boden? Was ist mit denen passiert? Wieso schrecken sie sich, Haggai, Zecharia und Malachi? Die Antwort ist, Af al gav de iu lo chose, mazolayu chose.
Und das ist der entscheidende Punkt, was wir gehen jetzt lernen. Obwohl sie es nicht sehen, ihre Masel, ihre Seele, ihre Sar, ihre Minister im Himmel, ihre Teil von den Neshome, die nicht mehr am Boden, sondern im Himmel. Sie sieht, ein Mensch manchmal ist erschrocken von etwas, was seine Neshome sieht. Er sieht das nicht, aber ein Teil von ihm, die über ihm, die oben ist, über ihm, sie sieht das. Wenn es ist jetzt nicht verständlich, wir werden das Step by Step erklären. Wir werden zuerst beginnen mit Beispielen von Torah und später zusammenreisen zu einer spannenden Reise, wie unseren kabbalistischen und chassidischen Tzadikim haben uns erklärt, diesen Begriff. Du siehst nicht, aber dein Masel, dein Yechida, dein Chaya, dein oberen Neshome-Teil von Himmel, sie sieht das. Was das so bedeutet? Zuerst gebe ich euch Beispiele und Beweise, dass sowas existiert, dass sowas gibt. Und später werden wir sehen, was ist das bei uns. Gut. Wir werden beginnen, wir werden ein paar Beispiele nennen. Es gibt sehr viele, ich habe nur ausgesucht ein paar klare, und wir werden es Step by Step lernen. Wir beginnen mit dem ersten. Dem ersten ist eine Pasuk, die steht geschrieben in Mishle, Sprüche von Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech hat geschrieben drei Bücher: Shira Shirim, Heulieder, Prediger und Sprüche. Und wir werden jetzt sehen, was hat Shlomo HaMelech geschrieben über dieses Thema von Mazala Yuchase. Ja. Also das ist Mishle, Sprüche. Kapitel Judalet, Kapitel 14, Pasuk 10. Das Herz fühlt, seinen eigenen Gram. Auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Ich wiederhole. Lev yodea marat nafsho. Also, das Herz fühlt seinen Gram. Ein Mensch ist plötzlich verbittert, traurig, depressiv. Ohne Grund, ohne Erklärung. Stam, ich weiß nicht, was ist mit mir los. Es kann ihn bringen zum Weinen. Er weiß nicht, warum. Das Herz ist plötzlich bitter, jemand fragt ihn, was ist mit dir los? Er kann das nicht erklären, er kann das nicht beschreiben, er kann das nicht begreifen. Ani azuv, ich bin sad, ich bin traurig, ich bin am Weinen. Der Mensch ist manchmal bald am Heulen und er weiß nicht warum. Oder er beginnt zum Weinen. Was ist mit mir passiert? Was? Ne, sagt Shlomo HaMelech, das Herz fühlt seinen eigenen Gram. Auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Manchmal ein Mensch hat einen fröhlichen, stabilen, glücklichen, I'm happy. I'm just happy. Ich bin einfach glücklich, zufrieden, ohne Ende, ohne Erklärung. Was ist passiert? Hast du was gewonnen? Hast du was? Loyode. Loyode. Also hier sieht man von diesem Pasuk, dass es gibt Momente, dass wir bekommen von unseren Neshama traurige Signale, schreckliche Signale, ängstliche, eigene Gram, die wir nicht erklären können, wieso und warum. Und manchmal haben wir Motivationen, Wille, Stärke, Power ohne Ende, Lebendigkeit, Spritzigkeit, Fröhlichkeit. Ist mit dir was, du nimmst etwas für diese Freude? Nein.
Es ist etwas von meinem Stationkanal, die zu mir wurde etwas gesendet und das macht mir jetzt happy. Simcha, das bringt mir Freude. Leute, kann das nicht erklären, kann das nicht beschreiben. Gut, also das ist der Anfang zu erklären, was ist passiert. Ich gebe ein Beispiel. In das Buch Esther, wo es war dem großen Wunder von Purim, gibt dort eine Stelle, wo Haman hat einen guten Tag, eine gute Laune. Und plötzlich hat er jemanden gesehen und sofort hat er bekommen Wut. Es ist ihm nichts mehr wert. Und er hat begonnen, und es war ihm alles okay. Und plötzlich sieht er den Mordechai und er bringt ihm Ärger, er bringt ihm Wut. Er kann das nicht erklären. Kapitel 3. Das Kapitel 3, Pasuk 5. Als Haman sah, dass Mordechai nicht das Knie beugt und sich nicht niederwerfen vor ihm, da ward Haman voller Wut. Auf was? Was hat er gemacht? Er hat er noch gar nicht gemacht. Die Antwort ist, Haman hat etwas gesehen, dass dieser Mensch ist für ihn irgendeine Job-Botschaft. Also man kann das manchmal nicht erklären, du triffst Menschen, eine macht dir Probleme oder kommt dir nicht gut. Also es gibt Menschen, die erschrecken dir. Also wenn du sie siehst, du spürst etwas nicht Gutes kommen. Und du kannst das nicht erklären, das ist Masalayuchase, das ist der Masel, sieht das. Das kann man nicht erklären. Jetzt kommt genau die Erklärung, was wir wollen sagen. Das ist in Esther, Kapitel 5, Pasuk 9. Und Haman ging hinweg an diesem Tag fröhlich und guten Mutes. Also geht er raus an dem Tag, gute Laune, Matzav Ruach Tov, gute Laune. Warum? Matana, er hat gute Laune, alles ist okay. Er hat eine gute Position, er hat eine gute Stelle, er hat Frau Zeresh, er hat Kinder, das ist alles wunderbar. Aber wie Haman sah den Mordechai im Tor des Königs, der nicht aufsteht und sich nicht ragte vor ihm, da war der Mann voller Wut gegen Mordechai. Und jetzt kommt ein Satz, 13. 13 ist eine von dem schwierigsten oder klaren Beweisen, dass du siehst jetzt etwas von deinem Masel, irgendein Pech, irgendein Unglück. Wenn ein Mensch ist, geht ihm objektiv gut. Und irgendjemand, irgendeine Sache klärt ihm, bis er sagt jetzt den folgenden Spruch, zeigt, dass seine Neshome sieht jetzt etwas nicht gut. Was sagt er? 13. Doch all das gilt mir nichts. Das ist mir alles nichts wert. Du hast so viel. Aber wenn ein Mensch sagt, Loschaveli Klum, es ist mir alles nichts wert, solange diesen Typ ist da. Und er kann der Mensch außer seine Kontrolle bringen. Diesen Satz, das ist mir alles nichts wert, alles ist mir nicht gültig, es ist mir alles gar nicht wert. Er kann nicht, und da sagt ihm Zeresh,
machen fertig. Also mach einen Baum und mach fertig der Mordechai. Die Seresch versteht auch, dass es gibt etwas, wo der Masel sieht, mehr als... Also er hat gesehen, dass Mordechai ist eine Bedrohung für seine Existenz. Ein Mensch spürt etwas, auch wenn er das nicht erklären warum. Sein Gesicht, sein Aura, sein Wesen, seine Persönlichkeit, seine Erscheinung. Der Mensch sieht etwas, auch wenn dem anderen hat nichts gesagt und nicht getan und alles. Das ist diese Masolayuchase, das ist diese Stimme von Berg Chorev, die dir die ganze Zeit verschiedene Messages gibt, oder gute oder schlechte. Also jetzt geben wir ein paar Beispiele von die Negative. Bald werden wir geben ein paar Beispiele von die Positive. Jetzt gehen wir in 1. Buch Mosche. Und guck mal, was steht geschrieben in 1. Buch Mosche. Etwas sehr interessant. Es gibt zwei Leute, die haben Träume. Kapitel 40, Pasuk 5. Da träumte ihnen beide jedem sein Traum in einer Nacht, indem wie eine Deuten seines Träumes, das heißt der Backminister und dem Schenkenminister, die zwei, beide träumen dieselben Traum von dem anderen. Jeder träumte einen Traum, welcher der Deutung, die ihnen zuteil werden sollen, ähnlich war. Was heißt das? Dass sie haben bekommen eine Masolayuchase, sie haben bekommen eine Stimme und sie haben gespürt, etwas wird passieren und diesen Traum hat sie eine große Angst gemacht. Das ist das erste Mal, wo wir sehen, dass ein Mensch bekommt eine erschreckend, ohne zu erklären. Zweitens ist auch der Traum von Pharao, Kapitel 41, Pasuk 8. Es war am Morgen, da wurde sein Gemüt unruhig. Unruhig, was ist unruhig? Sein Geist war beunruhigt. Es tönte in ihm wie eine Glocke. Bei Nebuchadnezzar sagt er, Vatit Paem. Dort steht geschrieben bei Daniel 2,1, Vatit Paem, weil dort eine doppelte Beunruhigung vorhanden war. Also sehen wir, dass es gibt eine Stimme und die Pharao hat das gesagt, erzählt seine Leute, aber ihre Stimme drang nicht in seinem Ohr. Also Pharao hat etwas geträumt, wo er hat gespürt, dass etwas ist hier, Masolayuchase, er hat gesehen etwas von seinem Masel, etwas von der Stimme von seiner Neshome. Er hat gespürt, dass etwas hier nicht ganz stimmt. Und solange hat einer dir nicht beruhigt und die Wahrheit gesagt, es wird nicht helfen. Kam Josef und Josef hat ihm geholfen, weil Josef wusste, wie umzugehen mit dieser Stimme vom Berg Chorev, wie zu gehen mit dieser Stimme von Masolayuchase, auch wenn du das nicht siehst, es existiert diese Stimme. Noch zwei letzte Beispiele. In Kapitel 42, Pasuk 35. Steht geschrieben, die Kinder kommen zurück zu Jakob von Mitzrayim und steht geschrieben, Pasuk 35, Kapitel 42, da war es, sie leeren ihre Säcke aus und siehe, da hatte jeder sein Geldbeutel in seinem Sack.
Sie und ihr Vater sahen ihre Geldbeutel und fürchteten sich. Also alle kriegen Angst. Und da Jakob sagt, Josef ist nicht da, Shimon ist nicht da, Binjamin will dir nehmen. Also es gleich kriegt er eine Spür, also bei Jakob kommt irgendeine Stimme, dass er sie verdächtigt. Vielleicht haben sie ihn getötet oder umverkauft oder umgebracht. Es beginnt schon eine Erschrecken, dass von einem Vater, versteht ihr, dass ein Mensch spürt, es wird bald eine Tragödie sein, es wird etwas nicht Gutes sein. Das ist diese Stimme. Also sie spüren, es ist etwas nicht gut, es ist etwas hier. Man bekommt ein Erschrecken. Und das ist etwas, sehr, und das ist nicht das erste Mal, dass die kriegen Schreck von diesem Geldbeutel. Geldbeutel kann auch sein eine erschreckende Message. Guck mal in Kapitel 42. Genauso. Er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist wieder zurückgegeben und es liegt sogar in meinem Gepäcksack. Da entging ihnen ihr Herz, also das Herz beginnt zu gehen, entging ihr Herz unglaublich, war jetzt Liebe, unglaublichen Beschreibung. Es ging ins Herz, es entging ihnen ihr Herz. Und sie sagten erschrocken, einer zum anderen, was hat uns Gott da getan? Also wir haben gesehen verschiedene Beispiele von Haman, von den zwei Ministern, von Paro, von den Kindern von Josef zweimal, dass ein Mensch bekommt so einen gewissen Erschrecken. Ohne zu erklären, ohne zu beeinflussen, ohne zu verstehen, wieso und warum und weshalb und was ist passiert. Und so ist das. Und das ist alles bei negativen Sachen. Wir lesen jetzt ein Zitat von das Buch Pele Yoetz. Von meinem Liebling Tzadik aus Sarajevo, Bosnien. Große Tzadik Rabbi Eliezer Papo, was er schreibt in seinem Buch in dem Begriff Weinen. Eine von den Herzensanliegen von einem Mensch schon von Kindheit, ist weinen. Und ich will euch ein bisschen beibringen, was er sagt. Es ist Zeit zu weinen, wenn ein Mensch betet oder entschuldigt bei Hashem. Und es ist sehr gut zu weinen, weil es steht geschrieben in Talmud, in Brachot 32b, dass seitdem, wo der Tempel ist zerstört, die Tore von Gebet sind geschlossen, aber die Türe vom Weinen sind nicht geschlossen. Die Tore vom Tränen sind nicht geschlossen. Und es steht geschrieben, auch, dass wenn die Batja, die Tochter von Pharao, hat gesehen dem Körbchen von Moshe, 2. Buch Moshe 2,6, sie öffnet und sie hat gesagt, dem Kind nun Narbocher weint. Also wenn du weinst, deine Kanal ist mit dem Weinen von Moshe und du schließt sich ein in dem alle Weinen von den Leuten in der Welt. Und er erzählt sehr interessante Sachen, wann soll man weinen und in Friedhof und auch auf ältere Leute, wenn sie sterben, soll man weinen und soll er nicht denken, ja, er ist alt. Und wenn ein Mensch hört, Nachrichten, die nicht gut sind über seine Mischproche oder und so weiter und so fort. Aber jetzt will ich etwas sehr interessant.
sagen. Er sagt, manchmal, ein Mensch will weinen, sehr. Und er sagt, ei Gott, gib mir Möglichkeit zu weinen, aber die Augen sind zu und kommt keine Tropfe raus. Der Mensch wird hart und er versteht nicht, wie es ihm geht überhaupt. Wenn einer hat bei jemandem gestorben oder verloren sein Vermögen, jetzt aber kommt. Aber wenn ein Mensch reinigt sein Herz, Afal gav de iulochase, masolayochase, wenn ein Mensch hat sich gereinigt und er hat sich gestiegen und er bekommt eine Matana, Geschenk von Hashem, auch wenn er das nicht sieht, warum, sein Sar shel Mala, sein Minister von Gott, seine Neshome, bringt ihn zu weinen. Vateradno dim oisov meena fugois. Und dann beginnt er zu weinen und er versteht nicht, warum. Du verstehst nicht, warum du weinst. Sehr gut, dass du weinst. Super. Du bekommst jetzt geschenkten, die besten geschenkten Momente in dieser Welt von Hashem. Dein Wäsche zu waschen und zu bekommen ein neues Herz. Nicht ein hartes Herz, ein steinigen, sondern ein weichen, ein fleischigen, ein guten. Und es ist gut, dass ein Mensch soll sich weinen und er wird sich sauber machen. Und wenn er weint, soll er wissen, dass Hashem hat gehört seine Stimme, so wie es steht geschrieben in Psalmen 6, Pasuk 9. Suru mimeni kol poale joven, kishoma Hashem kol bichi. Geh von mir alle Frevler, alle Schlechten, alle erschreckenden Menschen. Hashem hat schon gehört meine Stimme, meine Weinen. Und soll er nicht weinen, aber vor Leute und sich zu machen lächerlich, sondern soll er wissen, er muss sich weinen. Man sieht, dass Josef HaZadik weint sehr oft. Also wenn man liest in die Torah, in 1. Buch Moshe, Josef weint mehrere Mal. Auch mein Rebbe, der Lubavitcher Rebbe, hat sehr oft geweint. Reine Menschen weinen, weil sie haben einen Grund zu weinen. Und weinen ist ein himmlischen Aufruf und Geschenk, um diese Stimme zu bekommen. Gut. Jetzt erklären wir noch einen Schritt weiter. Das war alles in die negative Sachen, in der Schreckende, in dem Ängstigen, in dem, du siehst Menschen oder Stimme oder du befürchtest, etwas Schreckliches auf uns zukommt. Aber es gibt auch gute Sachen, sehr schöne, angenehme Gabe, wo ein Mensch bekommt von diesen Baskol Sachen, was er nicht sieht. Zum Beispiel beim jeden Schabbesausgang kommt Eliyahu Navi. Du siehst nicht, aber dein Masel, dein Baskol, sieht. In jedem Brit Mila kommt Eliyahu Navi. Du siehst nicht, aber dein Masel sieht. Pesach, du öffnest dem Tür zu Eliyahu Navi. Du siehst nicht, aber dein Baskol sieht. Jetzt letzten Schabbes haben wir gebencht Rosh Chodesh, gesegnet dem neuen Monat. Steht geschrieben, warum segnen wir den Monat? In dem Moment, wo ein Mensch segnet dem neuen Monat, seine Neshama sieht und spürt den Monat segnen in Jerusalem, in Bet HaMikdash, auch wenn er das nicht sieht. Eine Shabbat vor 9. Av. Diese Shabbat heißt Shabbat Chazon. Dem Shabbat von Vision. Chazon Yeshayahu ben Amoz. Die Vision von Yeshayahu. Steht geschrieben, dass an diesem Shabbat vor Tisha B'Av zeigt man jeden in seine Neshome die Schönheit, die Farbe, dem Kraft, dem gebauten dritten Bet HaMikdash. Ja, aber ich sehe gar nicht. Ich habe nicht gesehen den Bet HaMikdash. Es ist unwichtig. Deine Neshome sieht. Es gibt Sachen, was du siehst. Was heißt das? Wenn ein Mensch ist plötzlich von etwas begeistert, von geistigen Sachen, und er hat eine reinigen Ruach, Lust, sein Ohr in seine Neshama hört, dann
kann er sich kontaktieren zu Hashem durch Lernen, durch Beten, durch gute Taten. Da bekommt er plötzlich, er hat gemacht was Gutes, und dann bekommt er so eine höhere Stufe, so eine, das nennt man heute Itnozezut, Bonus, Déjà-vu, so eine Baskol, er kriegt, up, ich spüre etwas, ja, ich bin hingezogen zu diesen Sachen. Und das ist unser letzter Teil von unserer Schiur, zu erklären, was ist diese Baskol, was ist diese göttliche Stimme in unserem Leben. Gut. Wir beginnen mit das Buch Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim ist ein sehr heiligen Kabbalah-Buch von Reb Chaim Wolozhiner, der größten Schüler von Hagro, von der Wilner Gaon, von der Gaon von Wilna. Ich lese vom Nefesh HaChaim, Tor 4, Kapitel 23. Und ich lese vor. Wenn ein Mensch kommt in den Himmel, sein erstes Gericht ist vor ihm, ist auf das Tora lernen. So wie sagt Rav Hamnuna, das Anfang von dem Gericht im Himmel ist nur auf Tora lernen. So wie es steht geschrieben in Sprüche 17,14, Poter Maim Reshit Madon. Also das erste Urteil, das erste Anklage oder Verklagen im Himmel ist über dein Tora lernen in dieser Welt. Und jetzt kommt. Und sie haben gesagt in Sprüche der Väter 6,2, in jedem Tag und Tag kommt eine göttliche Stimme vom Berg Horeb und kundgibt und laut spricht, jeder, der nicht beschäftigt mit dem Torah, ist abgewiesener, weil das ist sein Gericht. Wird man den Mensch besättigen von das, was er hat gemacht in dieser Welt. Er wollte nicht auswählen. Die wahre Leben, das war es Gutes für ihn, für die ganze Welt und für alle Menschen und mit Hashem sich zu vereinigen. Und er hat klein gemacht den Einfluss von allen Welten und er hat gemacht Dunkelheit in der Welt. Dass er hat ausgezogen die Kleider von Gdusha und anstatt dem er hat genommen Kleider, die unrein sind, die nur von Lust und Leidenschaft, von weltlichen Sachen, von die Kol Hamonashel Romi, das nennt man heute Süchtigkeiten. Er ist süchtig geworden von körperlichen Sachen. Wenn ein Mensch ist süchtig, es gibt Nachrichten süchtig, geldsüchtig, essensüchtig, verschiedene Leidenschaften süchtig. Wenn ein Mensch ist von weltlichen Sachen süchtig, ist er unrein und unsauber und wird man ihn nicht reinlassen, reinzugehen. Und alle heiligen Engel und Soldaten, Kaddishin, die ihn normalerweise schützen, gehen von ihm weg, weil sie wollen nicht anfassen seinen schrecklichen Kleidung und er geht in der Welt und sie lachen auf ihm aus und sie sagen ihm Tame, Tame, unrein, unreiner. Und er klebt sich in die Welt mit Menschen, die ihm ähnlich mit der anderen Seite von die Kräfte. Versteht ihr, wenn ein Mensch geht weg von dieser Stimme von Berg Chorev und er klebt sich mit dem weltlichen Lust und Leidenschaft und er wird süchtig nach weltlichen Sachen. Er ist selbst schuldig, dass jeder zieht zu sich das, was er ist beschäftigt. Wenn du bist beschäftigt zu dieser Stimme von Berg Chorev, du machst ein bisschen, kriegst du mehr. Wenn du gehst zu dieser Stimme von Romi, von Edom, dann die Klipot, die Tuma kommen auf dir und bringen dir auch und dementsprechend auch dieselbe Kräfte. Und er schließt
Und er bringt das vom Zohar, vom Parashat Metzora. Rab Abbe Posach, Rab Abbe hat gelernt, wie viel müssen die Menschen bewahren und aufpassen auf ihren Weg und befruchten und respektieren von HaKadosh Baruch Hu, von dem Ebeshter. Sollen sie nicht abweichen von dem geraden Weg und sollen sie nicht abweichen und weggehen von dem Torah. Weil jeder, der nicht beschäftigt mit der Torah und er macht sich nicht Mühe zum Lernen, er ist ein Abgewiesener und Hashem ist weit von ihm. Die Schina kommt nicht auf ihn und die, die auf ihn aufpassen, gehen von ihm und sie machen Kundgebung: Geh weg von diesen Person, weil er denkt nicht über sein Herr, er denkt nur über sich. Ei weh, diejenige, wo hat man ihn weggelassen von seiner Masel, von seiner Kraft, von seiner Energie. Die himmlischen und die irdischen haben ihm keinen Teil gelassen in dem Weg das Leben. Aber wenn er sitzt und er lernt Torah, wie viel Schäumring, wie viel Schmiere, wie viel Aufpasser, wie viel Engel kommen auf ihn zu schützen und alle sagen auf ihn: Gib Kavod zu Rasamelech, einer, der kommt näher zu dem Berg Chorev, zu der Erscheinung von dem Ort, wo Hashem hat man ihm gesehen. Gib Kavod, gib eine Ehre Ben Melech, dem Sohn von dem König. Shamuru ba'olam hazeh ve ba'olam haba. Der Mensch ist mit Sicherung, mit Versicherung, mit Garantie, Sicherheit, Schmiere zu haben in dieser Welt und in der kommenden Welt. Und man kann das nicht korrigieren. Wenn ein Mensch hat bekommen dieses Signal und er hat das ignoriert, es ist schade, weil er hat bekommen diese Funke. Und interessant, wenn ein Mensch wird sterben, wird man ihm zeigen in ein Protokoll: Am dem Tag haben wir dir geschickt diese Message. Am dem Tag hast du bekommen diese Gedanke. Am dem Tag haben wir dir geschickt diesen Passierung. Am dem Tag haben wir dir erschrocken. Am dem Tag haben wir dir Freude geschenkt. Und wenn der Mensch sieht nicht die Signale, dann, wie gesagt am Anfang, entweder ist er in einem anderen Kanal oder er ist schon süchtig in laute Kanäle von Leidenschaft von dieser Welt. Und er kann nicht sehen andere Leute und andere Sachen. Und er sieht nur das, wo er ist schon süchtig. Also wenn einer ist Alkoholist, sieht er nur eins im Auge. Er sieht nur Alkohol. Es ist nur ein Beispiel. Genauso in weltlichen Sachen, wenn ein Mensch ist ein Workaholic und er sieht in seinen Augen nur Arbeit. Es ist genauso gefährlich. Gut. Da haben wir gegeben ein Beispiel von Nefesh HaChaim. Gehen wir zum noch einen interessanten Kabbalist, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, in seinem Buch Derech Hashem, eine von den stärksten Wegweisen mit Hashem, sich zu kontaktieren. Und wenn er kommt zu dem Kapitel, die Seele von dem Mensch, die Geist von dem Mensch, das ist Teil 3, Kapitel 1, Paragraph 5. Er sagt: Die Neshama, unsere Seele, hat 5 Teile: Nefesh, Ruach, Neshome, Chaye und Yechide. Teil davon ist geblieben bei uns und ein Teil davon ist geblieben im Himmel, in unserem Ursprung, und das müssen wir kontaktieren. Und jetzt sagt: Die obere Seele, die Neshama Eliona, hat sehr viele Fälle, Passierungen, und sie bleibt verbunden mit dem Körper. Das heißt, die Neshama im Himmel, meine Teil, ist geblieben mit dem Guf. Und sie ist auch in Ruchniut, in Geistigkeit, in Seligkeit gebunden. Auch wenn ich das nicht in meinem Gefühl oder meinem Verstand immer sehe,
nur ein bisschen. Und das ist das, was sagen unsere Weisen, Zichronam Livracha, Afal gav di iu loi chase, mazole chase, steht geschrieben in Talmud in Megillah 7, auch wenn ich das nicht sehe, mein Masel, mein obere Glück, mein obere Teil von den Neshome, mein Sendstation sieht das und schickt mir ein Signal. Und auch wenn dieses Signal ist schon rübergekommen zu meinem oberen Teil von meiner Neshome, hier unten in meinem Verstand, in meinem Sechel, ist nicht gekommen ein ganzes Bild, eine ganze Klarheit, so wie Prophezeiung ein Bild, sondern er nennt das Ktzat itorerut velo yoter. Ein bisschen Wake-up-Call und nicht mehr. Also, ich seh das nicht die ganze Zeit. Und jetzt kommt. Aber Hashem, gelobt sei er, war sehr gnädig und großzügig mit uns irdischen Menschen. Und er hat uns Menschen geteilt, zwei Zeiten in unserem Leben. Eine Zeit für unsere Körper, zu arbeiten, zu rennen, 6 Tage die Woche, wo dort ist die Handlung sehr schwer. Und eine zur Ruhe, zu Menucha, zu Tag und Nacht. Tag ist die Zeiten zu der Handlung. Und Nacht ist die Zeit von der Menucha, von der Ruhe, von der, ja. Genauso ist auch die Tiere, die Lebenswesen, haben auch Bedarf zu schlafen. Damit soll ihren Nefesh, damit soll ihren Geist, Tiere haben keine Seele, sie haben nur einen Geist, damit soll ihren Geist, soll haben Menucha von ihrer Arbeit in ihren körperlichen und geistigen Seiten. Aber wenn ein Mensch schläft und seine Kräfte beruhigen sich und seine Gefühle sind leise und sein Verstand ist auch leise, unruhig, unangenehm und nur seine Vorstellungskraft, die wahre, geht und funktioniert und er kann in seinem Kopf vorstellen und malen und bilden und denken und mehr als die Sterne steigen. Das ist Möglichkeit, soll sie Kontakt haben mit dem oberen Schicht von das, was ich habe. Aber es kann sein, dass der Mensch bei Nacht kontaktiert mit negativen Seiten, Malachi Chabala, Engel, die ihm Dämonen, schreckliche Sachen, Horror, Ideen und so weiter, weil der Mensch war am Tag nur beschäftigt mit weltlichen Sachen und er ist süchtig nach Stimme von Edom. Oder wenn der Mensch hat eine Möglichkeit zu bekommen, eine Message, sie haben eine Message, sie haben eine Möglichkeit, ein kleines Ohr von den Neshama bekommen, von das, was auf ihm zukommt. Zukunft. Er kann kriegen einen kleinen Osen, sagt der Ramchal. Er kann kriegen eine Message, eine Nachricht durch die Ruhe, durch den Traum, durch das Meditieren, durch die Stille von das, was auf ihm zukommt. Und das wird sein durch den Befehl. Gelobt sei er, gesegnet soll er sein, dass seine Message kommt zu den Neshama durch eine von den Dieners, egal welche. Und es kommt zu den Neshama und zu den Nefesh, bis es kommt in meine Vorstellungskraft, in eine Fantasie, in eine Begeisterung, in eine funkischen Excitement. Oder das, was die obere Weisheit entschieden, so wie schreibt Iov, guck mal in Iov, Kapitel 33, Iov, Kapitel 33, 15 und 16. Also was steht geschrieben
bei Iov. Wir gucken in Kapitel 35 in Iov. Iov hatte bewegten Momenten, wo in diesen Momenten war er ganz schön in die Leise, sogar 7 Tage hat er nur geschwiegen. Hier. Unglaublich. Steht geschrieben in Kapitel 33 in Iob, Pasuk 15 und 16. Im Traum des Nachtgeschichtes, wenn Bedeutung die Menschen befällt, in Schlummer auf dem Lager. Da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt mit ihrer Strafe. Und bei Mosaram Yachtom, also er gibt die Menschen die Offenbarung und er gibt einen Stempel. Also die verstehen schon, was zu tun. Und da sehen wir von dem Reb Moshe Chaim Luzzatto einen klaren Hinweis für diesen Masolayu Chase. Gut, jetzt gehen wir zu einer von den größten Rebbes, die überhaupt in die jüdische Welt gelebt. Der ganz jung gestorben. Der unglaublich, was hat er geschafft in sein Leben. Das ist unseren großen Tzaddik, Rabbeinu, Moreinu und Rabbeinu, Harav Nachman. Rab Nachman ben Feige. Er war ein Enkelkind von der Baal Shem Tov. Guck mal, was er schreibt in seinem Buch Lekutei Moharan. Ich lese euch vor. Und das, was wir sehen, dass manchmal ein Mensch ist volle Begeisterung beim Beten. Und er sagt paar Buchstaben, paar Wörter mit einer großen Islavus, mit einer großen Spaß, Freude, Itlavut, er ist voll, so wie bei weltlichen Sachen, wenn man sieht ein leckeres Essen, ein Soft-Eis, im Sommer, du bist voll begeistert, du leckst das und du isst das. Ich fahre manchmal auf die Straße, ich sehe, wie Menschen laufen mit Eis und essen das mit Itlavut. Klar, das bei weltlichen Sachen sieht man das oft. Aber es kann passieren, lief an ihm manchmal. Ein Mensch während das Beten sagt ein paar Sätze, ein paar Psukim, Beitlavut gadol, mit großer Begeisterung. Ze bechemlat Hashem alav, das ist mit Hashems Barmherzigkeit. Sheniftach lo or ein sof ve'ir lo. Das wurde ihm geöffnet. Das Ohr, das Licht von ein sof, von der Endlosigkeit. Und es wurde ihm angeleuchtet. Es wurde eine Message, eine Kundgebung für mir. Uksheroea damit nozezu tazot. Und wenn ein Mensch sieht diesen Funken, diesen Sprache von Signale, auch wenn er das nicht sieht,
sein Masel, sein oberes Teil von seiner Neshome sieht das. Tekef, nicht Slav, nicht Mosoi, Ledvekus Godoil. Gleich wird seine Neshome auch begeistert, zu einer großen Wille mit Hashem zu vereinigen. Ledabeket Atzmo be Orensof. Da will er sich sofort anhängen, kleben, vereinigen mit seinem Teil, die wurde von ihm geschnitten hier in dieser Welt. Und er will mit Hashem noch einmal verbunden. Er will mit Hashem ein klares Licht. Er will spüren, dass Hashem Hu Elokim, dass der Ewige ist der Gott. Also, Rabbi Nachman von Breslau sagt, dass diesen Baskol, diesen göttliche Stimme, kommt meistens beim Tfila, beim Gebet. Und wenn ein Mensch betet, bekommt er Prophezeiung, ein Teil von, so wie Rabbi Hanina ben Dosa, der hat gesagt, wenn ich bete, weiß ich, dass der, wenn ich gut bete, weiß ich, soll der Kranke so leben. Wenn ich nicht gut bete, kriege ich einen anderen Hinweis. Also es gibt sehr viele Beweise von dem Torah, dass wenn ein Mensch hat Tfilatom mekubelet, wenn seine Tfila hat wirklich bekommen den Funk von Oren Sof, er weiß, dass sie lebt. Also ich gebe ein Beispiel, dass es war ein Mädel, sie ist gefallen in eine Grube und ihr Vater war ein Wohltätiger, der hat Leute gemacht, Wasser zum Trinken, zu den Pilgern. Und ist man gegangen zu Rabbi Hanina ben Dosa, soll er beten. Nach einer gewissen Zeit zeigt, die Mädel lebt. Und sie ist raus von der Grube. Sie hat erzählt, Avraham Avinu hat sie gerettet. Und hat man gefragt, Rabbi Hanina ben Dosa, bist du ein Navi, bist du ein Prophet? Woher weißt du, dass die Mädel lebt? Seite sagt er, Beyadua shetfilati mekubelet. Ich weiß, ich spüre, ob meine Tfila war kalte Routine oder meine Tfila war mekubelet, bedeutet wie ein Kabbalist, wie einer, der weiß, wirklich dem Oren Sof sich zu verbunden. Gut, jetzt gehen wir zu dem letzten Aspekt von diesem Shiur, von Baskol, von diesem Masel, was die Freunde von Daniel, Chagai, Zecharia und Malachi gesehen und nicht gesehen, diesen ganzen positive oder negative Sache, dass wir sehen. Jetzt will ich nur schließen mit einem Teil von Chassidut, von Sefer HaMa'amorim Tofresh Pehe. Das ist von der Freidike Rebbe, der Rebbe Rayatz. Und das hat er geschrieben. Das hat er geschrieben, alles mit der Hand. Es war keine Schreibmaschine. Und später hat man das auf ein Buch geschrieben. Das ist eine Schrift. Es ist interessant, auch mein Rebbe, dem jetzigen, dem siebten, hat demselben Schrift. Gut. Ich lese von seinem Buch Sefer HaMa'amarim. Ma'amarim ist ein Moment, wo der Rebbe sich verbindet mit Hashem und er spricht, wie, wenn Hashem kommt rein in ihm und er muss, es ist ein besonderer Moment bei Chassidim, wo der Rebbe sagt, Divrei Elokim Chaim, eine lebendige Wörter Gottes. Und das will ich euch zum Schluss zitieren. Müssen verstehen, die vier Buchstaben von Shem Havaye, von dem Namen Gottes. Hashem hat in seinen Namen vier Buchstaben, Yud und Hey, Vov und Hey. Und man muss sie vorstellen und wissen, wie Tikkunim zu machen durch diesen Buchstaben. Sagen unsere Weisen, sagt Rabbi Yeshua ben Levi, in jeden Tag kommt eine göttliche Stimme von Berg Horev und gibt eine Kundgebung, wer sind die Leute,
die beschämen die Tora. Das ist eine, man beschämt die Tora, dass man die Leute damit nicht beschäftigt. Diesen Gruß, diesen Karos, diesen Aussage, so wie einer geht mit einem Mikrofon auf der Straße und sagt eine Werbung, eine Reklame. Die Idee ist, zu erwecken, alle Menschen sollen sie lernen Torah. Und es gibt auch andere Krusim, es gibt auch andere Aufrufe, andere Kundgebung, andere göttlichen Stimmeplakaten, die erwecken, die Menschen sollen sie machen Tshuva und Maasim Tovim. Und muss man verstehen, was ist die Inyan, was ist die Sache von dem Baskol, was ist diese Idee von diesen göttlichen Stimme und diesen Krusim, dass die Menschen sitzen in einem materialistischen Häuser, sie hören nicht diesen göttlichen Stimme. Was ist das Nutzen? Warum braucht man diesen Stimme, wenn die Menschen das nicht hören? Wer braucht das? Also, stell mal vor, einer spricht am Telefon und der andere ist nicht auf der Leitung. Denn was hilft das, dass du sprichst, wenn er ist nicht auf der Leitung, auf der anderen Seite? Die Frage ist, die Menschen sitzen in Batei Chomer, in Gebäude, die geschlossen sind und die hören nicht dem oberen Stimmen. Und wer braucht das, diese Stimme? Aber der Grund und die Ursache, wieso hören wir nicht diesen Karos, diesen Aufruf, weil unseren irdischen Körper und unseren tierischen Seele verdecken und verstecken auf das Licht von den Neshome. Deshalb, je mehr du bist grob und prost und unedel, auch wenn du hast einen guten Neshome oder Licht von den Neshome, aber wegen der Grobheit von unserem Körper und deiner tierischen Seele hörst du nicht dem oberen Krusim. Es ist egal, wie soll es sein oder in welchen Ursachen soll es sein, aber jetzt kommt. Die Sache ist, nicht die ganze Neshama kommt zu verkleiden in dem Körper. Und das, was kommt rein bei uns zu wohnen, ist nur ein Licht und ein Teil von unserer Neshama. Aber die Etzem Neshama, dem größten Teil, bleibt im Himmel. So wie du siehst im Meer ein Stückel Eisberg. Von außen. Du siehst ein Stückel Eis. Du siehst nur ein Stückel, aber dem ganzen Eis ist tief in dem Wasser. Genauso, wenn du siehst, ein Mensch in seiner Neshome, in sich hat er nur ein kleines Spitz von seinem Eis, aber dem ganzen Berg, dem ganzen Neshome befindet sich in Himmel. Und steht geschrieben, dass das, was kommt in dem Körper, ist nur eine Erscheinung. Und vielleicht ein Drittel. Und ein Drittel ist bei den Engeln. Und noch ein Drittel ist beim Gott. Und das, was kommt unten, bekommst du nur eine Erscheinung. Und das steht geschrieben, Afal gav di yuloi chose, mazole yuchase. Auch wenn der Mensch das nicht sieht, trotzdem sein Masel, seine Neshome sieht das. Weil das Herz kriegt eine Funke. Die Funke geht auf den Kopf. In der Kopf erscheint sich die Neshome. Die Neshome geht auf dem oberen Drittel von dem Malachim, von dem Engel. Die Engel kommen von meinem Drittel, die kommt von Hashem, von dem Ribbono Shel Olam, von dem Eibishter. Und so bekommt ich. Und die Neshama sieht und hört und spürt alle himmlischen Krusim. So wie es steht geschrieben, wenn Noslim Min Levanon. Es gibt die Flüssigkeit, die kommt von Levanon. Was heißt das? Ich gebe ein Beispiel, ein weltliches Beispiel. Der Mensch ist schwach. Er kommt zum Doktor und der Doktor sagt, lieg dir auf dem Bett, ich mache dir eine Erquickung-Infusionbombe. Ich lege rein in die Tüte. Gute Sachen, hohes Vitamin C, Zink,
was weiß ich, ich bin kein Doktor, aber ihr versteht, was ich meine. Er legt in die Tüte alle gute Sachen, die können dem Körper schenken, sofort eine gute Erquickung und schnellen Heilung. Und es kommt rein direkt in seine Venen. Also wie kommt das? Das ist Noslim min Levanon, das ist Flüssigkeit von Levanon. Levanon ist nicht nur der Land Lebanon, sondern Lebanon ist ein besonderer geistiger Ort, wo von dort kommen gute Sachen. Die Flüssigkeit kommt von der Neshama zu unserem Körper. Und von dort, von dieser Flüssigkeit, von dieser Tüte, von diesem himmlischen Noslim, kommt zu dem Mensch Denken in sein Neshama. Und das ist Hirurei Tshuva. Er bekommt einen Denkpunktfunken. Ich will zu Hashem ändern, ich will anders werden. Und so, wie wir sehen, offensichtlich, dass viele Menschen, die plötzlich bekommen, eine Wille, sich zu ändern und zu umkehren und zu ändern ihr Leben, ohne keine Vorbereitung, klall. Also es kommt plötzlich ein himmlischen Baskol. Ich muss mich ändern. Er geht zum Beispiel zum Geschäften oder er ist in die Straße, in den Market. Und plötzlich kommt für ihn ein Gedanke und er ist in sich unzufrieden auf seine Lage, auf seinen Zustand und seine keine guten geistigen Entwicklung. Und er macht in sich eine Entscheidung, eine Entschlossenheit. Ab heute werde ich jeden Tag lernen eine Stunde Torah. Oder ich werde hören von anderen Leuten Torah, die sie lernen. Ich werde achten die Zeiten von den Gebeten. Ich werde machen Spende und Wohltätigkeit. Mit meinem Geld, mit meinen Wörtern, mit meinem Körper. Jemand braucht Hilfe, Essen bringen, Kerze, egal was die anderen Leute zu unterstützen, Torah zum Beispiel. Und das, was kommen in seinen Kopf, verschiedene Gedanken, das ist bei allen in gleichzeitig. Und deshalb, auch die bösen Leute, Afilu Reshaim, auch die Freveler, auch die Freveler sind voll mit Reue, voll mit Unzufriedenheit, voll mit Bitterkeit, voll mit unglücklichen Stimmung. Sie spüren, es ist nicht gut. Die verstehen, dass die sind verloren gegangen in dem groben Posten Materie. Aber er kann nicht sein Nifrat von Elokus, er kann nicht sein weg von Hashem. Und wenn ein Mensch macht einen Fehler, warum macht ein Mensch einen Fehler oder vergehen gegen Hashem? Weil er hat einen Ruachstoß, der hat eine Funke bekommen, zu machen etwas nicht in Ordnung. Und später denkt er, wie bin ich so gefallen, zu machen so einen Stoß, so eine unnötige Sache. Aber niemand will total keine Kontakt haben mit seinen Neshome. Kizur, Zusammenfassung. Von der Idee. Wir haben gefragt, wieso gibt es Stimme, Baskol von Choreb und verschiedene Krusim, wo wir das nicht hören. Und da kommt die Erklärung, wo alle sagen ungefähr dieselbe Idee. Es gibt mir und meine Neshama und es gibt Etzema Neshama,
die wahre Teil von uns, die liegt bei Hashem. Sie sieht, sie hört, sie spürt. Aber sie tropft ganz langsam von ihren geistigen Erquickungsinfusion. Manchmal, wir sind gebunden zu anderen Tüten von Infusion. Suchtigkeit von dieser Welt. Und deshalb, natürlich beide sind da. Beide sind da. Aber stell mal vor, ein witziges Beispiel, aber es fällt mir gerade ein. Es gibt einen, der Alkoholiker ist. Es ist ein Suchtiger zu trinken Wodka. Und irgendwann ist er schon krank und schwach und er geht zum Spital und man legt ihm eine Infusion, um seinen Körper ein bisschen zu bereinigen, zu entfernen, die Reste von den nicht guten Sachen. Und in der anderen Hand hat er eine Infusion mit Wodka. Ist doch nicht normal. Der Mensch ist eine... er muss eine beseitigen und er muss sich Zeit und Möglichkeit und Offenheit zu haben zu dieser Stimme, was kommt von Himmel. Wir schließen. Wir haben heute gesehen eine Einführung zu der Idee von göttlichen Baskol. Göttlichen Baskol bedeutet unseren eigenen Sendstation von Schamayim, von Himmel, die uns die ganze Zeit signalisiert und tropft. Wir müssen aufmerksam sein. Es kann kommen durch negative Sachen, Erschrecken, Sorgen, Kümmer, Weinen. Und es kann kommen durch Wille zum Beten, zum Lernen, Begeisterung, Shiurim zu hören. Manchmal kriege ich so in mitten Nacht Lust zu lernen, Shiur, zu hören von jemandem einen guten Shiur, von meinem Maschpia, von Reb Salman Gopin, von verschiedenen guten Leuten, die verstehen und die sind auch veredelt in ihren Stoff. Von Rav Ginzburg gibt es genug, oder von Rebbe selbst gibt es sehr viele lange Videos heute von dem Rebbe, wo du siehst, einen ganzen verbringen. Wenn du hörst ein paar Stunden von Rebbe, seine Verbringen, es ist wie eine Infusion bei dir und du spürst, dass, ich gebe ein Beispiel zum Schluss. Sagen wir, gibt das hier in dem Glas trübe Wasser, nicht saubere. Es gibt zwei Wege, die Wasser zu säubern. Eins ist das schüttelnde Wasser und dann füllen mit reinem Wasser. Aber das ist schwer zu machen. Wie sollst du jetzt lernen, dein Gefäß? Andere Methode, dem Wasser zu reinigen, ist zu gießen weiter Wasser. Irgendwann, die trübe Wasser, sie werden raus und es wird bleiben drinnen nur sauberes, reines Wasser. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt drinnen Wasser und einer will trinken Wein. Aber er kann nicht dem Wasser schütteln, weil das Gefäß ist schon fest. Dann gießt er Wein, gießt. Die Wasser laufen raus und irgendwann, nach gewissen Zeit, wo er gießt Wein, die Wasser werden nach raus gehen, es wird sein voller Wein. Ich gebe ein anderes Beispiel. In diesem am Schabbes darf man nicht nutzen Zahnpasta mit Bürste. Was macht man? Nimmt man so einen Mundspülerwasser. Es gibt so Wasser mit verschiedenen Farben, grüne, rose, blaue. Und man kauft, man legt da rein in den Mund, man macht so 20 Sekunden und man macht sauberen Mund. Was ist passiert? Es gibt eine große Mischproche. Und hat man vergessen zu kaufen eine neue Buttel, eine neue Flasche von Mundspülung. Was machen wir? Wenn es ist geblieben, so ein bisschen
Mundspülwasser legen wir noch ein bisschen Wasser und dann haben wir ein bisschen mehr. Aber was passiert, wenn jeder kommt und legt noch ein bisschen Wasser? Zum Schluss bleibt gar nicht. Zum Schluss bleibt gar nicht. Ich habe mich gerade erinnert auf eine witzige Sipur-Story und damit will ich schließen. Es war einmal eine Synagoge. Und sie haben gemacht jeden Schabbes noch ein Davnen, eine schöne Kiddush. Und bei Kiddush hat man gegessen und getrunken und es war Wodka und Silotka und gute Sachen zum Essen. Alle gute Sachen, was man braucht zum Schabbes-Dicke verbringen. Und dann hat eine gesagt, wir haben eine Idee, wir haben hier draußen ein Fass, ein Chavit, so eine Krug, so eine Fass. Und wir bitten, soll jeder kommen und soll er gießen, ein Liter Wodka. Damit soll diese Fass voll sein, dass wir nicht Sorgen machen am Schabbat, den Wodka zu legen. Da denkt einer von der Synagoge, ja, ich werde legen ein Liter Wasser, weil die anderen Leute werden legen Wodka und da lege ich Wasser drinnen. Und so hat jeder gedacht, er wird legen alle einen Liter Wasser, anstatt zu legen einen Liter Wodka. Am Schabbes hat man geöffnet dem Fest und man wollte trinken und hat man getrunken. Was war drinnen? Wasser. Genau so, diese Idee wollte ich heute teilen. Man kann sich positiv erfüllen und das Schmutzige rausnehmen. Und man kann sich auch das innere Spülmittel, das innere Wodka, das innere Spirituale auch leer machen durch Sachen vom Außen, die uns die Energie rauben, klauen, nehmen. Hashem soll helfen, dass die Sachen, was wir haben heute erklärt, soll sein zum Nutzen und zu verstehen, wie wichtig ist, unsere Neshome zu reinigen, zu säubern und auch unseren Körper und insbesondere unseren Licht von unserem Baskol, von unserer ursprünglichen Vereinigung mit Gott in Berg Sinai. Diese Stimme kommt jeden Tag, sagt Rabbi Yeshua ben Levi, Chol Yom Vayom, also sie kommt jeden Tag. Und sie sagte uns, wenn einer lernt nicht Torah, er ist ein Nasuf, er ist ein Abgewiesener von Gott. Ich will nicht Abgewiesener von Hashem sein. Ich will trotz meiner Sachen, die ich muss in mir verbessern und arbeiten, ich will unbedingt nehmen diese Empfehlungen von dem großen Tzadikim, was wir haben heute gelernt, von Rabbi Eliezer Papo, von Reb Chaim Volozhiner, von Reb Moshe Chaim Lutzato, von Moreno Rabbeinu Reb Nachman von Breslev und von dem Freidike Rebbe Reb Yosef Yitzchok Schneerson Zatzal. Das waren alle Menschen, die wirklich in ihrem Leben geschafft, diesen Baskol zu spüren und begeistert sein von Hashem. Sie haben jeden Tag mit Hashem in einer Vereinigung gelebt. Ihr Leben waren voll, ihr Leben waren ohne Schreck. So wie der Freidike Rebbe sagt, wenn einer hat ein Gott und zwei Welten, hat er vom Nichts zu befürchten. Vom Nichts. Sei gesund. Hashem Ishmorotchem, sollt ihr alle hören, euren positiven Baskol und auch an die Ruhe und insbesondere an Shabbat.